Lux leuchtet ein. Ich stehe hier vor der Alten Oper in Frankfurt und nur hier gibt es so viel Kultur auf einmal. Und wir wollen von dir heute mal wissen, was sind deine persönlichen Kulturhighlights in Frankfurt? Wenn man einfach am Römer steht, diesen Römerberg, die alten Häuser im Vergleich zu der Bankenwelt mit den ganzen Glashochhäusern, das ist schon wirklich sehr beeindruckend. Für mich ist eines der großen Kulturhighlights hier in Frankfurt der Friedberger Platz freitagsabends. Ich treffe einfach immer die gleichen Menschen und ist einfach kultig und cool. Bisher haben wir nur die alte Oper angeschaut und jetzt geht's weiter zum Dom, zur Pauluskirche und zum Römer. Und heute Mittag gehen wir nach Sachsenhausen Schnitzel essen ins Wacker. Die Videoinstallation in der Schirn im Moment. Und gehst du noch in andere Museen? Ich war auch schon im Städel davor, in der Monet-Ausstellung fand ich auch sehr gut, vor allem mit einer Führung dort. Aber mein Highlight ist tatsächlich die momentane Ausstellung in der Schirn. Ich gehe gerne manchmal abends ins Bahnhofsviertel. Da kann man sich immer schön draußen hinstellen, auf die Straße, mit ganz vielen Leuten quatschen und ein Bierchen trinken. Das waren also eure Kulturhighlights hier in Frankfurt. Und bevor ich nachher ein paar ausprobiere, gehe ich jetzt erstmal ein Frankfurter Schnitzel essen. Lux leuchtet ein.